Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. In der heutigen Folge befassen wir uns mit Corona. Corona im Allgemeinen, die Auswirkungen auf die Immobilien, auf die Wirtschaft und alles, was dazukommt. Da das Thema doch ein bisschen breiter ist und etwas weiter gefächert ist, werden wir zu den einzelnen Unterkategorien jeweils eine einzelne Folge aufnehmen, damit wir den Rahmen hier nicht sprengen. Was ist passiert? Wir haben heute den 20. März. Momentan ist Corona wohl die weltweit größte Gesundheitskrise, die es allgemein gibt. Es ist eine Pandemie ausgebrochen, die hat sich schnell verbreitet und auf der ganzen Welt verteilt. Aktuell sehen die Geschehnisse so aus, zumindest in Deutschland, dass wir nach und nach weiter unser Leben einschränken. Welche Auswirkungen hat das Ganze? Ich denke, Corona allgemein brauchen wir jetzt nicht groß besprechen. Wir sind kein Podcast, wo es um Gesundheit geht. Und ich glaube auch, dass jeder zu dem Thema und auch du da bestens informiert bist. Für uns ist dabei ja ganz wichtig dabei, wie gehen wir mit der Krise um? Ich denke, grundsätzlich ist ganz wichtig, erst einmal tief Luft holen und Ruhe bewahren. Denn egal ob Krise hin oder her oder Pandemie, es ist immer wichtig für vernünftige Entscheidungen eine ausgewogene Abwägung aller Entscheidungen. Und daher glaube ich, dass Stress oder alles, was irgendwie aus dem Affekt heraus passiert, immer nur schlecht sein kann. Daher meine Empfehlung, grundsätzlich immer erstmal Ruhe bewahren, tief Luft holen und vielleicht mal nachts drüber schlafen. So, was ist passiert? Die Börse ist enorm abgesagt. Der Dow Jones wurde, ich glaube, letzte Woche am Freitag, den 13. auch sogar ausgesetzt, weil er über 10% am Tag verloren hatte. Der DAX kennt momentan auch noch eine Richtung. Bodenbildung vielleicht heute passiert, das wird man noch sehen. Es ist noch nicht ganz klar. Ich habe letzte Woche schon gedacht, dass Bodenbildung da war, habe schon nachgekauft. Dem war nicht so. Ich habe leider in das fallende Messer reingegriffen, was man eigentlich nicht tun sollte. Daher würde ich jetzt noch mal warten und gucken, ob die Bodenbildung da ist. Heute habe ich einen Plus von 1,2% beim DAX gesehen. Das ist schon mal eine Tendenz, die ganz gut ist. Aber letztendlich geht es ja nicht um Immobilien hier. Die Frage ist, was passiert? Was passiert mit Immobilien? Was passiert auf dem Immobilienmarkt? Also wir können nur verzeichnen, dass momentan Gewerbeimmobilien schwieriger sind. Wenn du momentan im Büromarkt bist, Gastro, Logistik bist, diese Branchen sind momentan sehr zurückhaltend. Gastronomie ist seit Dienstag, seit dieser Woche, Dienstag hier in Essen, verboten zum Beispiel. Man darf nur noch Imbiss betreiben und kontaktlos bezahlen. Das heißt also auch Lieferung wäre noch möglich. Aber das ist natürlich kein Vergleich dazu. Wenn du ein Restaurant hast mit mehreren hundert Stühlen, vor allem Menüs anbietest, vielleicht noch teure Getränke dabei, teure Weine, besondere Whiskys hast, ist das natürlich im Catering überhaupt kein Vergleich. Darüber hinaus solltest du sowas wie Kneipen, Diskotheken und ähnliches haben. Diese haben ebenfalls jetzt Verbot zu öffnen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dort die Pächter und die Betreiber, ja, sofern sie nicht genug Schwarzgeld zur Seite gebracht haben, sehr, sehr schnell in Zahlungsschwierigkeiten gelangen werden. Dasselbe Logistik. Logistik ist sehr, sehr schwankend, hängt sehr stark an der Wirtschaft ab. Ich glaube, momentan eine Neuvermietung an Logistik, falls sie überhaupt was suchen würden, ich kann mir das kaum vorstellen, wäre es sehr, sehr, sehr mutig, momentan an Logistikunternehmen zu vermieten. Ja, dann, was haben wir noch dabei? Besichtigungen.
fast gar nicht mehr möglich. Wir sind alle letzten Makler, die im Ruhrgebiet noch tätig sind. Die ganzen großen Engel und Völkers, Mac-Makler und ähnliches haben schon, ich glaube, seit Montag, Dienstag ihre Dienste eingestellt. Wir sind noch aktiv, wobei wir da natürlich jeden Mitarbeiter freilassen und freistellen, ob der das machen möchte und wie er das machen möchte. Es ist ja immer noch das Wichtigste dabei, dass die Gesundheit halt besteht und gewahrt wird. Da achten wir natürlich drauf und legen jeden Mitarbeiter selber frei, wie er das handelt. Ja, aber was wir halt ganz oft haben, ist, Anfragen gehen halt ein bisschen runter. Nicht viel, ein bisschen, kleines Peak, vielleicht 10% weniger. Aber natürlich Besichtigungstermine. Ne? Jemand, der Risikogruppe ist, der erkrankt ist, ältere Generation, meidet natürlich jeglichen Kontakt zum Außenwelt momentan. Und daher sind also Besichtigungstermine momentan halt, ja, ich würde sagen, deutlich als weniger als die Hälfte momentan, die noch durchgeführt werden. So, was wir noch festgestellt haben, ist bei uns im Bereich der Hausverwaltung, ist das Aufkommen an Calls, also an Anrufen, die uns erreichen, aber auch an Kontaktaufnahmen an unsere Standard-E-Mail-Adressen wie info@ und kontakt@ enorm runtergegangen. Also wir haben an einem normalen Tag um die 150 bis 200 Anrufe, je nachdem, ob es Montag ist oder ob irgendwelche Sonderereignisse waren. Aktuell kriegen wir, ich glaube, jetzt in der Spitze in der Woche hatten wir 33 Anrufe. Also überhaupt kein Vergleich dazu. E-Mails an die üblichen Verteiler, also die Erstanlaufstellen, ebenfalls dasselbe. Wenn es hochkommt, 10, maximal 15% davon. Also enorm viel eingebrochen. Was wir also feststellen ist, ganz klar, die Leute haben momentan andere Probleme, außer der tropfende Wasserhahn. Daher wird auch momentan echt kaum noch was gemeldet. Der zweite Effekt, den wir haben einen Hausmeisterservice. Viele möchten gar nicht, dass der Hausmeister momentan rauskommt. Viele sagen, ich möchte nicht, dass der bei mir in die Wohnung reinkommt. Klar, ist halt die Ansteckungsgefahr. Und da muss man auch ganz ehrlich sein. Man kann das auch durchaus verstehen, dass man jetzt dann sagt, man nimmt halt kleinere Mängel an der Wohnung durchaus hin, bevor man sich das Risiko aussetzt, halt sich eventuell anzustecken. Ja, was haben wir noch festgestellt? Viele Investoren aus dem Ausland, die wir haben, sind halt schon seit Wochen extrem zurückhaltend. Klar, wir haben Investoren aus Asien, die sind schon, glaube ich, seit 3 oder 4 Wochen, dürfen ja das Land gar nicht mehr verlassen oder einreisen. Die haben also starke Restriktionen. Auch andere Kunden, selbst innerhalb von Europa, ist halt total viel verlagert worden auf Telefonie und auf E-Mails. Keine persönlichen Besuche mehr. Da gibt es halt ja, zum einen entweder Auflagen oder halt auch die Angst und die Befürchtung, dass man halt ja, sich einer Gefahr aussetzt. Ja, unterm Strich sehen wir ganz klar, dass eine Rezession kommen wird. Wir haben mit jedem Tag, wo Geschäfte geschlossen sind, wo Leute in Kurzarbeit geschickt werden, selbst wenn man die Bundesliga-Vereine liest, es gibt so viele Schwierigkeiten bei allen möglichen, dass wir davon ganz stark ausgehen, dass eine Rezession kommen wird. Und zumal muss man jetzt gucken, wer momentan mit Tourismus, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Hotel und Gastro investiert ist oder halt da Anlagen drin hat. Ja, das ist natürlich absolut ungefragt momentan. Also wer da momentan drin ist, der wird auf jeden Fall eine Rezession erleben. Gehen wir ganz stark von aus. Und das wird auf jeden Fall Konsequenzen darauf haben. Ja, in der nächsten Folge gehen wir darauf ein, was wir sehen, was am Mietmarkt passiert und insbesondere was passiert mit Banken, mit Finanzierungen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die nächste Folge wieder reinhörst. Bis dann, wir freuen uns auf die nächste Folge.